Recht herzlich willkommen zur 246. Folge von City Skylines. Ja, wir sind drin im Spiel. Wir hatten letztes Mal vor, hier Buslinien zu machen. Diese hier unten. Gucken wir uns das doch mal an. Aber ich glaube, wir haben ein Problem. Ich sehe hier schon mal keine... Glaube hier auch nicht, ne, oder? Ne, hier ist nur Fahrstreifen für Busse, aber nicht für Straßenbahnen. Das heißt, wir haben auch viele Straßenbahnen. Dann funktioniert das sowieso schon mal nicht. Wir können mal gucken, hier ist zum Beispiel ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Straßenbahn drin, hat sich erledigt. Was ist da? Da ist ein hohes, auch Straßenbahn, hat sich erledigt. Da haben wir auch eine Straßenbahn, hat sich erledigt. Hier ist eine Abfahrt, geht auch nicht. Brauchen wir also auch nicht machen. Was haben wir hier? Straßenbahn, brauchen wir auch nicht machen. Hier ist erhöhtes Aufkommen. Straßenbahn brauchen wir auch nicht machen. Hier ist eine Monorail, geht auch nicht. Ich glaube, dieses Thema hier, das kannst du nur bei neu, wenn du Straßen neu baust. Wenn du upgraden willst, kannst du es schon mal gleich vergessen. Gibt es hier jetzt gerade eine Buslinie? Ja, gibt es. Hier wird es vielleicht noch gerade ein Stück Sinn machen, das hinzubauen. Weil da stehen auch gerade drei Busse, glaube ich. Dann gib den doch mal hier das Stück freie Fahrt. Ich glaube, da geht auch noch, ne? Und dann ist da ein bisschen was aufgebessert, aber ja, nicht so wirklich toll, ne? So, mal gucken. Hier steht noch ein Stau, aber ich glaube, da gibt es keine Buslinie, oder doch? Ne, in der Richtung nicht, nur in der Richtung, da ist kein Stau. Dann schauen wir nochmal hier rein, hier hinten, aber Straßenbahn brauchen wir also auch nicht machen. Hier Straßenbahn brauchen wir auch nicht machen. Hat sich alles erledigt. Autobahnabfahrt brauchen wir auch nicht machen. Hat sich auch erledigt. Hier Straßenbahn geht nicht. Hier Straßenbahn, Straßenbahn. Glaube, hier hinten sind wir auch mit Straßenbahn unterwegs. Was ist das hier? Straßenbahn auch erledigt. Hier keine Straßenbahn. Aber wahrscheinlich auch keine Buslinien. Genau so sieht's aus. Nee, da wollten wir das erst haben. Hier wird es auch keine Buslinie geben. Hier ist auch nichts. Hier sieht's aus, als ob wir da was machen könnten. Nee, da ist schon eine Straßenbahn. Gibt es denn Buslinien? Wäre schön, wenn er einfach mal die Bahn. Ja, doch, hier gibt es eine Buslinie, aber so rum. Bringt's dann auch nicht, weil Verkehrsaufkommen ist jetzt da nicht gegeben. Brauchen wir also auch nicht machen. Hier wäre noch ein Stück, was bringen würde. Ist da eine Buslinie? Ja, ist es. Dann lass uns das Stück gerade noch pflastern hier. Da ist schon mit so Mittelstreifen, ne? Komm, dann machen wir das so. Schön dahin. Hier geht nicht, warum auch immer. Ach so, da ist ein öffentliches Gebäude wahrscheinlich. Also okay, das war. Ich wollte jetzt gerade sagen, warum geht dieses Schild da? Da geht nicht, weil irgendwo wieder ein öffentliches Gebäude ist. Ja, hier wieder Friedhöfe, geht wieder nicht. Ja, das ist ein bisschen unpraktisch sozusagen. Also da muss man von vornherein die Planung machen, dass man gleich Busstraßen macht sozusagen und sonst kannst du es echt knicken. Das nachträgliche Bauen hat gar keinen Erfolg. Ne, weil hier ist keine Straßenbahn, ne? Und da ist eine Buslinie. Aber das hatten wir schon gemacht. Genau, da sieht man es ja. Okay, brauchen wir uns jetzt nicht weiter mit auseinandersetzen. Das macht nicht viel Sinn, dass man das macht. Was mich jetzt nur interessieren würde, ist das halt, dass man mal kurz so eine Testumgebung macht, wo man eine kleine Stadt hat und da guckt, ob sich der Bus in irgendeiner Form rentiert. Wahrscheinlich auch nur, indem man komplett sagt, hier dürfen überhaupt gar keine Autos fahren. Dann funktioniert das, sonst funktioniert das, glaube ich, nicht. Haben wir hier noch sowas? Hier gibt es noch ein paar Buslinien, ne? Und keine Straßenbahn. Wie ist Verkehrsaufkommen hier? Ist alles grün eigentlich. Hier hinten gibt's was, aber auch nicht so der Rede wert. Können wir so lassen. Ich glaube, da brauchen wir jetzt gar nichts dran machen mehr. Das hat sich erübrigt. Können ein bisschen gucken, was hier unser Verkehr macht. Alles Minuszeichen vor, wie wir sehen.
Auch mittlerweile in noch höheren Summen. Ja, lohnt sich alles gar nicht. Hier Bus 4500 Miese. Ja. Hier die Bahnhöfe sind noch teurer und Flughafen noch teurer. Ich habe mal gedacht, da würde was leicht was reinkommen, aber das ist alles sehr, sehr teuer, nur und mehr auch nicht. Das ist ein Gimmick, was man durch Steuergelder finanziert und bringt nichts. So wäre jetzt noch zu überlegen, zu sagen, komm, wir machen hier ganze Viertel verkehrslos, dass die nur mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren dürfen, aber dann sind die Bürger nachher weg und dann hast du auch nichts gewonnen, ne? Würde ich sagen. Schwerlastverkehr könntest du rausziehen, klar, musst aber wieder gucken, dass deine Leute irgendwo hinkommen, wo sie hinwollen. Das gestaltet sich schon schwer, ne? Ja, konkret kommen wir da jetzt nicht weiter, würde ich sagen. Keine Gewerbespezialisierung. Ja, geht nur über Richtlinien, Männer. Das war hier, ne? Stadtplanung, was ist das? Enthusiastische Kleinunternehmen, Wohltätigungsunternehmen, Planung für Industrieflächen, Hightech-Häuser, Hochhausverbot, Verbot für starken Verkehr. Jo, das wäre jetzt zum Beispiel so ein Teil hier, wo du sagst, das mache ich da. Aber ich glaube, das musst du anders planen, da brauchst du jetzt auch nicht mehr mit anfangen. Ja, gut. Was machen wir dann? Was machen wir dann? Hier ist der Bodenrichtwert zu hoch oder wie ist das? Sieht irgendwie so aus, ne? Steuern sind zu hoch, nicht Bodenrichtwert, okay. Wo packt man jetzt an und sagt, wir wollen mal was gerade ziehen mit Taxis oder sowas? Ja, wir müssten hier schon wieder neue Wohngebiete ziehen. Haben wir aber gar keine Fläche mehr. Können wir denn hier noch Fläche kaufen? Nee, ne? Nee, können wir nicht kaufen. Sind wir schon durch. Ja. Flughafen kostet nur Geld, bringt nichts. Hier wird gar nicht gelöscht, oder? Man guckt, der hat schon gedreht, der mit dem Holz. Ah, da steht eine Feuerwehr vor. Wie ist denn hier mit den restlichen? Oh, grüne Straßen, alles klar, aber kommt keiner. Ja, verstehe ich dann auch nicht so ganz. Löschhubschrauberdepot, ja. Da machst du auch einen Waldbrand mit, ne? Ja, das ist. Ja, guck mal da ganz nah dran und es passiert nichts. Ist schon ein bisschen komisch. Ja, momentan so ein bisschen frustrierend dadurch jetzt. Was können wir hier machen? Hier sind noch ein paar Sachen, die wir machen können. Hier zum Beispiel den wieder freigeben, beziehungsweise sperren, damit das leer wird. Da auch. Haben wir noch mehr davon? Die blinken alle schön. Hier ist aber alles okay. Ja, Zeppeline fliegen jetzt auch durch die Luft. Haben wir auch innovativ was nach vorne gebracht, aber bringen tut es das gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt irgendwo was gibt, dass das funktioniert. So, die sind wieder offen. Hier mal so rüberhuschen. Gucken, wo was frei ist. Nee, da, nee, das sind die teuren Sachen mit Steuer und so. Können wir erstmal weglassen. Wir sind aber auch gerade mit 6000 in den Miesen. War vielleicht auch nicht so dolle, dass man gesagt hat, komm, ihr zieht jetzt hier weg, weil wir die Straße breiter machen. Hat vielleicht auch was damit zu tun. Müssen wir wieder gucken, dass wir wieder ins Grüne kommen. Aber das gestaltet sich gerade schwierig. Ja, haben wir hier noch was? Nein. Haben wir auch nicht. Da ist Kriminalität hoch. Müllabfuhr kommt nicht. Ja, hier ist alles so toll. Hier fehlen Arbeiter, das heißt, da sind auch wieder die Gebäude bald leer. Unsere Maut läuft, denke ich. Wie viel nehmen wir da überhaupt ein? Straßenmaut. Boah, Gesamt 309. Richtig geil, oder? Nur für die Brücke. Ja, weiter geht's.
Da ist ja ein Landeplatz, oder was war da? Ne, Depot, Zeppelin-Depot, okay. Stadion. Immer gewonnen, sind bestimmt voll die Aufsteiger. Abgebrochen, Schlägerei im Stadion gewesen, oder was? Ja, guck mal, das ist 1,5 Millionen hat sie Geld gegeben, weil die so 5 gewonnen haben, aber Ticketpreis, zack, wenn die so toll sind, dann können wir ja auch 35, ja komm, zack, 40, erstmal Eintritts nehmen. Ausgaben 0, weil Gott kein Spiel ist, oder was? Was haben wir hier? Schickes Einkaufszentrum, auch sehr schön. Ja. Wo können wir jetzt noch was machen, ist die Frage. Hier hinten wäre noch Platz. Wir brauchen Kommerz, wir brauchen Dingens. Sag schon. Ah, hier geht auch noch was beim Flughafen, ne? Lass uns mal gerade eine Straße reinbauen, hier so, dass wir das noch mitnehmen. So, und dann machen wir da ein bisschen Wohnraum hin. Hier an der Ecke machen wir erstmal Kommerz. Ne, das nicht. Ach komm, wenn da schon ist, dann machen wir das, ziehen wir das weiter durch, nehmen die aber wieder weg. Hier kommen ein paar Hochhäuser hin. Damit die auch mit den Flugzeugen da dran lang kratzen, ne? Und hier machen wir kleine. Dann haben wir da wieder was befriedigt. Warte mal, das machen wir weg. Und das auch, damit wir die Straße nach hier noch durchmachen können, ne? Falls wir erweitern wollen. Hier so. Ja. Ja, komm, machen wir so. Geht leider nicht bis dahin. Wie weit können wir da gehen? Gehen wir nur bis da und machen das da so hin und fertig. Wasser fehlt wahrscheinlich. Wasser fehlt. Heißes Wasser. Oh, guck mal, da ist sogar was. Und bis dahin. Fertig. Läuft. Dann können die da auch alle hinziehen, ne? So, dann aber noch die Flächen machen. Jetzt können wir das noch für die freigeben. Aber hier machen wir kleine Häuser hin, ne? Wegen Einflugschneise und so. Da, da und da machen wir so. Und hier machen wir noch blau. Aber großblau. Kriegen wir hier die kleinen Flächen auch noch großblau hin. Ja, lass so. Passt schon, ne? Vielleicht sollten wir gerade noch hier ein bisschen weiterziehen, dass wir da nochmal einmal hinterherkommen. Auch wenn wir es jetzt noch nicht haben, aber lass mal erstmal so sitzen. Passt. Und hier machen wir auch noch weiter und das lassen wir so stehen erstmal. Machen wir nichts rein, gucken wir erst, wie es wächst und died, weil wie wir gerade hier unten sehen, ist schon einiges wieder im grünen Bereich. Also in diesem Fall im... gefällt mir nicht so, ne? Machen wir so oder so. Ne, so ist zu klein, dann machen wir so. Dann so. Und dann so. Ja, ist auch nicht so dolle, ne? So geht's, oder? Da fehlt noch eine Fläche, glaub.
Und hier machen wir gerade auch noch so ein bisschen die Ecke schön. So. Ja, weiß ich nicht, hier auch noch. Die wollen ja noch, ne? Komm, machen wir so und dann gucken wir mal, wie weit das geht, oder? Passt erstmal. Da wächst schon das erste Haus, alles ist gut und Wasser fehlt dann noch, naja. Ja, zack. Bis dahin und läuft. Alles ist gut. Wasser haben sie auch. Können sie wieder wachsen und gedeihen. Hier unten die Balken sind weg. Das ist schon mal gut so. Ja, dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch reichen. Wir gucken, was wir dann in der nächsten Folge machen. Ich bin echt am Überlegen, ob wir nicht irgendwo mal so eine kleine Stadt aufbauen und das mit dem Nahverkehr testen. Müsste man mal gucken, ob wir da was zwischenschieben. Weiß ich aber noch nicht. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, falls es euch interessiert, dass wir das machen. Das wäre ganz hilfreich. Und ja, falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt ihr einen Daumen hoch. Könnt euch die Glocke anmachen, damit ihr benachrichtigt wird, wenn ich wieder online bin. Ja, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.